In dem neuesten Kapitel von One Piece wurde wahrscheinlich das heftigste gezeigt, was wir seit Jahren gesehen haben, Freunde. Und zwar sieht man in dem Kapitel 903 erstens fast jeden Samurai, man sieht alle Kaiser, man sieht Shanks, man sieht Blackbeard, man sieht Kaido, Ruffy bekommt ein neues Kopfgeld, Sanji auch, es gibt ein Power-Up, ein neues Mitglied, alles in einem Kapitel, Freunde. Da das Kapitel mehr oder weniger draußen ist, beziehungsweise die japanische Version oder koreanische, werde ich das Ganze jetzt mit euch zusammen durchblättern. Ich werde das nicht so viel schneiden, aber ich habe hier rechts die Spoiler, die sozusagen das Wichtigste dort übersetzt haben und deswegen werden wir das gemeinsam durchgehen, Freunde. Wenn ihr gehypt seid, schreibt auf jeden Fall Hashtag Hype in die Kommentare und vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren, damit ihr mehr One Piece Content seht, denn ab jetzt geht One Piece nur noch bergauf, Freunde. Ab jetzt wird es nur noch geil und das war jetzt auch ein Zeichen von Oda. Also, am Anfang sieht man auf jeden Fall, dass Sanji sozusagen seine Kapsel bekommen hat. Man hat schon vorher gesehen, dass die ganzen Geschwister von ihm und so eine Kapsel haben, wo ihre Ausrüstung drin ist. Und mit diesen Exosuits-Dingern konnte er halt Laser schießen und so einen Scheiß und hatte spezielle Fähigkeiten, konnte fliegen. Sanji kann das ja theoretisch auch schon. Aber auf jeden Fall ein Suit, der ihm eigentlich helfen würde. Aber Sanji möchte das nicht, weil er halt nicht mit den Windsmoke sozusagen irgendwie assoziiert werden möchte. Und deshalb ist das eigentlich verständlich, aber Ruffy und Chopper sind dann am Bein und meinen, hey, nein, du musst das unbedingt behalten, weil du dann Laser und so weiter schießen könntest. Und dann meint er, ja, das Laserschießen könnte ich Frank überlassen, das ist mir scheißegal, aber im Endeffekt überreden sie ihn dazu. Also er schmeißt es zwar weg, aber Ruffy und Chopper sammeln das auf und ich bin mir ziemlich sicher, dass dieses Power-Up von Sanji ihm später noch helfen wird und dass er es später vielleicht irgendwann mal akzeptieren wird, wenn er sieht, dass seine Freunde in Gefahr sind oder sonst was, weil sie werden es jetzt brauchen. Es wird jetzt so viel Heftiges noch passieren. Also, so, jetzt sind sie, wie gesagt, die sind alle auf der Sunny und was sieht man als nächstes? Man sieht einfach Zeus. Zeus ist einfach ein neues Mitglied. Genauso wie ich es gesagt habe, neues Mitglied Anfang 2018. Das Video kennt ihr vielleicht noch. Und da ist einfach Zeus so eine heftige Wahl. Und ich war mir auch die ganze Zeit sicher, dass Nami sie mitnimmt und dass diese ganze Wukong-Sache irgendwann auch noch passieren wird. Und da bin ich mir ziemlich sicher, dass Nami da Ruffy helfen wird. Da habe ich ein Video schon dazu gemacht. Und ja, deshalb, neues Mitglied ist theoretisch auch schon am Start. Also, ich weiß nicht, ich sehe ihn nicht ganz so als Mitglied, aber einfach Power-Up-Mitglied. Ich weiß nicht genau. Also, ich finde ihn auf jeden Fall cool. Er wird jetzt nicht mitgezählt als ein Mitglied sozusagen. Es ist so ähnlich wie dieser Frankie-Roboter. Nur, dass Zeus halt auch reden kann. Er ist halt da. Er atmet und keine Ahnung. Also, es ist schon eine Art Mitglied. Eine Art Mitglied. Sagen wir nicht 100% Mitglied, aber so eine Art. So, dann ist Carrot oben, holt die Zeitung und er sieht Windsmoke Sanji, neues Kopfgeld, sein Bild ist glaube ich gleich geblieben und er hat jetzt 330 Millionen. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass er ein Kopfgeld, dass er 10 Millionen mehr Kopfgeld hat als Zorro. Und das freut ihn wahrscheinlich auch und ja, dadurch ist er jetzt der zweitmeistgesuchte aus der Strohbande, wenn ich mich jetzt recht entsinne. Lysop hat, soweit ich weiß, 200 Millionen und alle anderen drunter oder dazwischen. Also hatten wir Ruffy, der auch sein neues Kopfgeld bekommen hat. Und zwar sieht das Ruffy und er ist extrem geschockt, weil er denkt, oh nein, mein Kopfgeld ist runtergesunken auf 150 Millionen Berry. Und da ist er komplett am Boden zerstört und komplett am Arsch und alle wundern sich, hey, was ist hier los? Und ja, sie wissen alle nicht, was los ist. So, Shirahoshi wird auch zu Reverie gehen, weil sie halt nicht mehr will, dass Ruffy sie schwach nennt. Und das ist sozusagen die Seite mit den im Untergrund sozusagen, also unter Wasser mit Neptun und Shirahoshi und so, und das sagt sie so ungefähr. Danach sieht man noch einige andere Leute, das rechts oben ist das Dressrosa? Es könnte Dressrosa sein. Oben links sieht man dann Crocodile und rechts in der Mitte Cavendish, links Bartolomeo. In der Mitte sieht man die aus der Insel von Chopper, also aus Drum. Unten rechts sieht man Vivi und das Alabaster-Königreich, beziehungsweise die sind gerade auf dem Schiff Richtung Reverie und unten links dann noch Capone und alle haben eine Reaktion zu dem neuen Kopfgeld. So, dann geht es weiter
Und zwar sieht man halt die, die Marine, man sieht, dass Akainu sich darüber aufregt, also in dieser neuen Marinebasis, sieht man, dass Akainu sich darüber aufregt, dass im Endeffekt jetzt diese Prinzessin, ich muss mal gerade nachschauen, welche Prinzessin das war, Komane von dem Rurushina-Königreich wurde gekidnappt. Und Akainu ist ziemlich wütend darüber und das ist eigentlich auch verständlich. Irgendwelche Piraten haben sie gekidnappt und ja, jetzt wollen sie halt, dass es nicht passiert. Außerdem sieht man unten dann Rebecca und Viola müsste, glaube ich, auch dabei sein. König Riku, sie sind halt auf dem Meer und man sieht, dass Piraten sie beobachten und sie wollen die wahrscheinlich auch kidnappen. Und da sieht man auch schon diese Prinzessin, die sie schon sich geschnappt haben. Es sind irgendwelche komischen Piraten, die irgendwie da was rumversuchen. Keine Ahnung, was sie irgendwie vorhaben. Aber auf jeden Fall sieht man dann, wie sie ein Torpedo abschießen. Und unter Wasser ist dann einfach ein Marine-Typ. Man sieht noch nicht, wer es ist. Und auf der nächsten Seite wird es revealed. Ne, eine Seite danach. Und zwar handelt es sich um Corby. Und zwar lenkt er diesen Torpedo einfach um. Er nimmt den Torpedo und schleudert ihn einfach komplett weg. Also er ist schon echt extrem OP geworden, muss man sagen. Er ist echt ziemlich stark geworden. Und Leute, für alle, die jetzt denken, dass man den Anime und so weiter nicht vertrauen kann, meistens ist das der Fall, aber wir haben dieses Design von Corby zum ersten Mal im Anime gesehen, Freunde. In dem Special, Ruffy Special. Und das Design wurde von Oda natürlich gemacht und genauso sieht er jetzt auch im Manga aus. Das heißt, in dieser Zwischenzeit hat man ihn die ganze Zeit nicht gesehen, nur bei dem Special, Freunde. Von daher, Leute, ist schon ziemlich nice, dass wir ihn jetzt sehen und dass man mehr oder weniger auf den Anime in solchen Fällen vertrauen kann. Finde ich schon ziemlich, ziemlich cool. Und ja, danach sieht man auch El Meppo. Man sieht, wie die Piraten gefangen nehmen und die Prinzessin wird dann auch befreit. Also ist im Endeffekt alles gut dadurch, dass sie halt da sind. Also dass El Meppo und Corby da sind. So, was dann noch passiert ist, dass Corby sieht, was für ein Kopfgeld Ruffy jetzt bekommen hat. Richtig, richtig nice. Feier ich extrem. Er fängt an zu weinen. Und außerdem fragt dann diese eine, wer das sein könnte. Also, was er von Ruffy hält. Und er meint dann, ja, wir sind Feinde. Aber man merkt schon an seinem Gesichtsausdruck, dass sie halt im Endeffekt trotzdem Freunde sind. Aber gezwungen sind, Feinde zu sein. Ihr wisst ja, diese Beziehung zwischen den beiden. So. Ach ja, was noch ganz wichtig ist, bei Seite 14, das habe ich bei Theo gesehen, und zwar kann man dort bei Corby sehen, dass dort Vegapunk steht. Dort hat Theo ein Video zu gemacht, richtig nice, und auch Edward Weeble. Was das zu bedeuten hat, keine Ahnung, ob das ein Foreshadowing sein soll oder das, was in nächster Zeit bei uns passieren wird, weil es auch dort so ein Warning-Symbol gibt. Mega krass, dass Theo das gefunden hat und auch richtig heftig, dass es dort eingebaut ist. Ich meine, what the fuck, wie geil ist das denn? Diese Legende ist zu 100% Edward Weeble und wir werden die auch kämpfen sehen. Da bin ich mir so sicher aktuell. Natürlich kann es immer anders kommen, dass Oda uns baitet, aber ich bin mir schon ziemlich sicher, dass es sich bei dieser Legende um Edward Weeble handelt, die jetzt kommen soll. Und ja, mal sehen, was jetzt passiert. Vorher hat man das ja auch schon gesagt, aber jetzt ist es irgendwie fast schon zu offensichtlich. Also es ist schon extrem, extrem krass. So, dann auf der nächsten Seite sieht man dann einfach Kaido ganz oben und er meint, hier steht auf Englisch, dass Kaido sich fragt, wer die Person ist, wer sein Deal mit who asked why the person who interrupted his deal is with that old lady. Das heißt, er fragt sich, wer die Person ist, die den Deal zwischen ihm und der alten Dame, also Big Mom, sozusagen unterbrochen hat. Und danach sieht man Blackbeard und er sagt einfach, es ist zu früh für Ruffy, ein Kaiser zu sein. Und danach steht dort, dass die Newspapiere einfach sagen, dass Ruffy im Endeffekt Big Mom besiegt hätte. Also einfach besiegt. Es ist nicht passiert, aber es steht dort. Und außerdem steht da, dass man ihn jetzt annehmen könnte als den fünften Kaiser. Das hat dieser News morgen auf die Zeitung geschrieben. Und deshalb meint auch Blackbeard, ja, es ist zu früh, dass er Kaiser wird. Aber es steht dort einfach, weil im Endeffekt er gefaked hat, dass Big Mom besiegt worden ist von Ruffy. Aber es ist nicht so. Und außerdem sehen wir jetzt, dass Big Mom nicht als Kaiser gestürzt worden ist, sondern man sieht, dass Ruffy sozusagen als fünfter Kaiser eingebracht wird. Vielleicht wird es auch in Zukunft so sein, wenn die Kaiser besiegt werden, wenn sie nicht unbedingt sterben, dass dann ein nächster Kaiser dazu kommt. Also extrem krasse Situation auf jeden Fall.
Und Big Mom ist richtig angepisst von dieser Fake News und er schwört auch Rache gegen Morgan und auch gegen Ruffy. Das heißt, wir werden sie irgendwann auch nochmal sehen. Wow. Also das ist einfach nur unglaublich heftig, aber es hört nicht auf. Leute, das Kapitel ist einfach sowas von krass. Ich kann echt nicht aufhören, darüber zu hypen. Und als ich das gelesen habe, was da stand, ihr habt es in meinem vorherigen Video vielleicht gesehen, ich konnte nicht gescheit reden, ich konnte nicht gescheit atmen und deshalb... So, machen wir jetzt weiter. Also, Ruffy ist theoretisch jetzt der fünfte Kaiser innerhalb der Welt. Also, er wird als fünfter Kaiser angesehen, weil dort eine Fake News herumgereicht wurde. Weil Ruffy hat im Endeffekt nur sozusagen den Kommandanten besiegt, den ersten Kommandanten. So, und danach sehen wir Shanks und er meint, dass die sich halt wieder treffen werden und er hat schon einen richtig nicen Blick drauf. Man sieht, er ist auf irgendeiner Insel, schaut aufs Meer hinaus und sagt, Ruffy, unser Treffen ist näher gekommen. Also er meint, unser Treffen ist extrem nah. So, und danach sieht man, dass Brook noch einmal auf den Steckbrief schaut und danach erkennt er einfach, Ruffy, du dummer Idiot, du hast ein Kopfgeld von 1.500.000.000 Berry und nicht 150 Millionen Berry. Alle schauen auf das Papier, sind so heftig erschrocken und man sieht einfach, Chapter ist beendet. Wow, einfach nur wow. Das ist das heftigste Kapitel, was wir seit wahrscheinlich 5 Jahren bekommen haben. Ich weiß nicht, das letzte Mal, als es so heftig war, war wahrscheinlich Shanks Auftritt auf Marineford vor 8 Jahren oder was auch immer. Es ist echt unglaublich, was Oda hier mit uns macht und ich bin sowas von gespannt, was in den nächsten Kapiteln passieren wird. Ey, ich kann echt nicht mehr richtig reden, richtig atmen, deshalb verzeiht mir diese ganzen kleinen Fehler, Freunde. Ich hoffe, das Ganze ist okay. Wenn ihr gehypt seid, wie gesagt, pusht den Daumen nach oben. Ich werde jetzt richtig viele Videos zu dem ganzen Thema natürlich machen. Ist natürlich klar, Freunde, wir werden One Piece in nächster Zeit immer so erleben, hoffentlich. Immer wird es so ein geiles Kapitel geben. Hoffentlich, weil das Ganze mit Big Mom jetzt zu Ende ist. Und jetzt kann es eigentlich nur noch besser werden. Es gibt die Reverie. Es gibt Wano Kuni, es gibt die Legende, gegen den Ruffy kämpfen soll, es gibt Vegapunk, es gibt die Kaiser, Kaido werden wir sehen, Shanks, das Treffen ist bald auch anscheinend, ich schätze mal Richtung Kapitel 1000 oder vielleicht sogar Kapitel 1000 wird sich Ruffy mit Shanks treffen. Ich glaube, das ist mit bald gemeint und 100 Kapitel sind schon ein paar Jährchen, aber trotzdem, ich schätze ungefähr so 3 Jahre. Und das ist eigentlich schon bald für die Geschichte bzw. für das Pacing von One Piece, wenn da jede Woche ein Kapitel kommt mit relativ wenig Content, auch wenn das hier jetzt eigentlich das Gegenteil bewiesen hat. So, Freunde, ich habe jetzt so viel zu sagen zu der aktuellen Folge, zu dem aktuellen Kapitel. Wenn ihr mehr habt, schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare. Wenn ich was übersehen habe, auf jeden Fall in die Kommentare damit. Ich kann echt nicht mehr normal reden. Entschuldige mich dafür und ja, wir sehen uns bei einem weiteren Video, Freunde. Bleibt gehypt und bis zum nächsten Mal.